Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zum neuen Wochenstart und zum neuen Tagesimpuls für heute, für Montag, den 27.07.2020. Ja, montags ist immer der Krafttiere-Tag und die Krafttierbotschaften sind dran und deswegen natürlich liegen sie auch hier. Wir haben wieder drei Karten, die erste, zweite oder dritte Karte. Fühle in dich hinein, welche es sein sollen, gerne auch zwei oder drei Botschaften, so wie du es gerne möchtest. Ich starte mit dem ersten Krafttier für heute. Oh, da haben wir den Hai gezogen. Die Intelligenz. Ja, Intelligenz ist schön, wenn wir das am Wochenstart haben. Jetzt wollte ich die Karte schon wieder umdrehen, warum weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich Angst habe vor Haien, weil ich bin immer so ein kleines Angsthäschen. Naja. Aber heute zum Wochenstart ist Intelligenz natürlich ganz toll. Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen, weil der Hai ist für mich auch so, auch wenn es ein ganz, ganz tolles, bombastisches Tier ist, ich habe Respekt vor vielen Tieren, auch vor vielen anderen Sachen, aber jetzt geht es ja um die Krafttiere hier. Und vielleicht heißt es auch, walte heute mal oder betätige ist auch das falsche Wort, sondern achte heute da drauf, vielleicht ist es auch ein kleines Warnsignalchen, dass du heute deinen Kopf einschalten solltest, weil du heute mit deiner Intelligenz, mit deinem Know-how etc. heute vielleicht Entscheidungen treffen sollst, musst und wofür du wirklich ein klares, kühles Köpfchen brauchst, wie der Hai auch. Auch das Wasser sagt ja auch nochmal die Klarheit hier an. Und deswegen ist der Tag heute für mich untermalt bei dir, dass du etwas achtsam auch sein solltest, aber, und das ist ein dickes Aber mit 1000 Aufrufzeichen, mit deiner Intelligenz, mit deinem wachen Verstand wirst du alles super regeln können. Das ist halt einfach ein Signal. Trotzdem, deine Intelligenz wird dich in allem unterstützen und auch dir die richtigen Entscheidungen auch bringen, auch die tollen neuen Möglichkeiten, wenn es gibt. Alles wirklich mit deiner Intelligenz, mit deinem Kopf, heute mal entscheiden. Nicht wie die Karten, sollte ihr immer aus dem Bauch heraus intuitiv entscheiden und nicht mit dem Verstand. Aber die Hai-Karte sagt heute, bitte auch mal den Verstand und deine Intelligenz einschalten. So, und das zweite Krafttier, was haben wir da? Da haben wir das Schaf. Träume. Sehr schöne Karte. Schaf hatten wir, glaube ich, auch noch nicht gezogen. Den Hai auch nicht. Also heute sind wir hier ganz neu unterwegs. Mal gucken, was die dritte Karte nachher noch sagt. Ja, Träume. Das kann man auf verschiedene Weise jetzt interpretieren. Der Impuls kann sein, achte auf deine Träume, denn sie sagen dir ganz viel. Und wer gestern, ich glaube, das war die dritte Karte, wer gestern die dritte Karte gezogen hat, der hatte halt auch was mit den Träumen zu tun. Vielleicht könnt ihr da so ein bisschen konform gehen. Und vielleicht kommt da wirklich was in euren Träumen auf. Also vertraut auch euren Träumen. Lasst sie, ja, gebt den Träumen Inhalt. Schaut Träume an. Denn sie wollen euch ganz, ganz, ganz viel sagen. Und vielleicht gibt es heute auch Tagträume oder heute Nacht auch Träume, wo du einfach erkennen sollst und Hinweise aufnehmen sollst, die dich in die richtige Richtung führen, die dir einfach Signale, Impulse geben. Es kann aber auch sein, dass du heute so ein kleiner Träumer bist und heute einfach die Welt ganz locker, leicht und ja nicht in Anführungsstrichen so ernst siehst, sondern heute ist einfach so ein Tag, du machst das, was du möchtest, du bist auch vielleicht nicht so vielen Herausforderungen heute, gewachsen ist das falsche Wort, so begegnest vielleicht heute nicht so vielen Herausforderungen. Und machst alles so, kennt ihr das, wenn ihr so auf einer Wolke schwebt, ne? So manchmal bekommt man alles so gar nicht direkt mit, sondern es geht durch einen durch. Und vielleicht ist es auch heute einfach mal so ein Tag, dass du einfach mal so alles von dir abprallen lässt. Es tangiert dich heute, ich will nicht sagen nichts, aber es kann auch sein, dass du einfach heute ganz ausgeglichen, heute der Montag, ganz relaxed nach dem Wochenende, einfach schön startest, nicht, keiner kann dir was, du lässt dich auch nicht stressen und bist da ganz, ganz gechillt, sag ich mal. Ne? Auf der anderen Seite kann sein, dass du auch bitte auf deine Träume, auf deine Tagträume oder Nachtträume mal ganz intensiv hören sollst, weil sie dich weiterbringen können und weil sie dir vielleicht ganz viele Hinweise, versteckte Botschaften geben. So, und das dritte Krafttier, da haben wir das Küken. Das hatten wir schon mal. Ist so süß, der Neubeginn. Ist das nicht knuffelig? Ja,
Und interessanterweise, ich meine, bei den Lenny-Karten geht es ja bis 36, deswegen haben die beiden Karten nichts mit Lenny zu tun, aber hier die 8 ist ja der Sarg im Lennemann. Und der Sarg ist für mich auch Transformation, Ende, Neubeginn. Und das Küken verstärkt es nochmal. Heute ist für irgendetwas ein ganz großer Neubeginn für dich. Es kann auch ein Wachstum sein, ein Wachstum an Gedanken, an Impulsen, die du weiterverfolgst, weiterentwickelst, vielleicht auch eine Weiterbildung anstrebst, vielleicht dir auch überlegst, einen neuen Job zu machen, neue Position anzunehmen, ein neues Hobby, dir irgendwas Neues kaufst, was dich weiterbringt, was für dich einen Neubeginn, einen Neustart bringt, weil es eine ganz andere Lebenssituation auch mit sich trägt oder ein neues Lebensgefühl. Also heute ist so, das passt zum Wochenstart total schön. Heute kannst du wirklich auch mal schauen, was kannst du nach vorne bringen, was kannst du neu beginnen. Heute ist dafür der beste Tag, heute sind die besten Energien auch dafür da. Und dann mach es, push es heute, führe es nach vorne. Auch deine Gedanken, dass du die vielleicht umdrehst in die Realität, also alles, was du Visionen hast und wirklich das, was noch in dir steckt, was raus möchte. Heute ist auf jeden Fall ein Tag, das sich anzuschauen und ja, vielleicht auch schon mal kleine Schritte aufzuschreiben. Wie komme ich dahin? Ne? Manchmal muss man ja auch nicht direkt das Ziel einer Stunde erreicht haben. Das kann manchmal auch manchmal Wochen, Tage, Jahre dauern, aber heute ist auf jeden Fall ein guter Tag zu starten. Ganz, ganz wichtige Botschaft. Also, geh voran. Nee, keine Stagnation mehr, sondern wirklich etwas nach vorne bringen und wachsen lassen vor allen Dingen. So, ihr Lieben, jetzt haben wir die Krafttierbotschaften am Montag jetzt hier durch. Ich wünsche euch einen tollen Wochenstart. Genießt den Tag, nachher den Abend, je nachdem, wann ihr das jetzt auch hört. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen am Dienstag hier wieder hören. Bis dann. Tschüss.